Rumpelstilzchen von den Brüdern Grimm. Es war einmal ein armer Müller, der eine sehr schöne Tochter hatte. Eines Tages sprach er mit dem König. Um einen besseren Eindruck zu erwecken, sagte er zu ihm: Ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen. Der König sagte: Das ist eine Fertigkeit, die mir sehr gut gefällt. Wenn deine Tochter so geschickt ist, wie du sagst, dann bring sie morgen mit in mein Schloss. Da werde ich sie auf eine Probe stellen. Als das Mädchen schließlich zu ihm gebracht wurde, führte er es in eine Kammer voller Stroh. Er gab ihr ein Spinnrad und eine Haspel und sagte: Jetzt mach dich an die Arbeit. Wenn du das Stroh bis morgen früh nicht zu Gold gesponnen hast, musst du sterben. Daraufhin schloss er die Kammer zu und das Mädchen blieb allein zurück. Da saß die arme Müllers Tochter nun und wusste sich nicht mehr zu helfen. Sie konnte gar kein Stroh zu Gold spinnen. Ihre Angst wurde immer größer, sodass sie schließlich zu weinen begann. Auf einmal ging die Tür auf und ein kleines Männchen kam herein. Es sagte: Guten Abend, Müllers Tochter. Warum weinst du denn so sehr? Ach, antwortete das Mädchen, ich soll Stroh zu Gold spinnen und ich kann das gar nicht. Das Männchen fragte: Was gibst du mir, wenn ich's für dich spinne? Meine Halskette, sagte das Mädchen. Das Männchen nahm die Kette, setzte sich an das Spinnrad und schnurr, 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 dreimal gezogen war die Spule voll. Dann steckte es eine andere Spule auf und schnurr, 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 dreimal gezogen, da war auch die zweite Spule voll. Und so ging es weiter bis zum Morgen. Da war das ganze Stroh versponnen und alle Spulen waren voller Gold. Bei Sonnenaufgang kam auch schon der König. Als er das Gold erblickte, war er ganz erstaunt und hoch erfreut. Aber er wurde auch gierig nach noch mehr Gold. Also ließ er die Müllerstochter in eine andere Kammer voller Stroh bringen, die noch viel größer war als die erste. Dann befahl er ihr unter Todesdrohung, das ganze Stroh ebenfalls in einer Nacht zu spinnen. Das Mädchen wusste sich nicht zu helfen und weinte. Dann ging wieder die Tür auf und das kleine Männchen erschien und fragte: Was gibst du mir, wenn ich dir das Stroh zu Gold spinne? Meinen Ring am Finger, antwortete das Mädchen. Das Männchen nahm den Ring und fing wieder mit dem Spinnrad an zu schnurren und hatte bis zum Morgen das ganze Stroh zu glänzendem Gold versponnen. Der König freute sich ungemein über den Anblick, hatte aber immer noch nicht genug vom Gold. Er ließ die Müllerstochter in eine noch größere Kammer voller Stroh bringen und sagte: Das alles musst du noch in dieser Nacht verspinnen. Gelingt es dir, so sollst du meine Frau werden. Er dachte nämlich: Auch wenn es nur eine Müllerstochter ist, eine reichere Frau findet er auf der ganzen Welt nicht. Als das Mädchen allein war, kam das Männchen zum dritten Mal und fragte: Was gibst du mir, wenn ich auch dieses Mal wieder alles Stroh zu Gold spinne? Ich habe nichts mehr, was ich dir geben könnte, sagte das Mädchen. Dann versprichst du mir, wenn du Königin bist, gibst du mir dein Kind. Wer weiß, was noch geschieht, dachte die Müllerstochter. Außerdem wusste sie sich in ihrer Not nicht anders zu helfen. Also versprach sie dem Männchen, was es verlangte. Dafür spann es noch einmal das ganze Stroh zu Gold. Und als der König am Morgen kam und alles so vorfand, wie er es gewünscht hatte, heiratete er die schöne Müllerstochter und sie wurde Königin. Nach über einem Jahr brachte sie ein hübsches Kind zur Welt und dachte gar nicht mehr an das Männchen. Da kam aber das Männchen plötzlich in ihre Kammer und sagte: Nun gib mir, was du mir versprochen hast. Die Königin erschrak und bot ihm alle Reichtümer des Königreiches an, wenn sie doch nur das Kind behalten könnte. Aber das Männchen sprach: Nein, etwas Lebendes ist mir viel lieber als alle Schätze dieser Welt. Da fing die Königin an zu jammern und zu weinen, dass das Männlein Mitleid mit ihr hatte. 3 Tage werde ich dir Zeit lassen. Wenn du bis dahin meinen Namen weißt,
Kannst du dein Kind behalten? Die ganze Nacht über versuchte die Königin daraufhin, sich an alle Namen zu erinnern, die sie jemals gehört hatte. Außerdem schickte sie einen Boten über das Land, der sich überall erkundigen sollte, was es sonst noch für Namen gab. Als das Männchen am nächsten Tag kam, fing sie an mit Kaspar, Melchior, Balthasar und sagte dann alle Namen, die sie wusste, einfach der Reihe nach auf. Aber bei jedem sagte das Männchen, so heiße ich nicht. Am zweiten Tag ließ die Königin in der Nachbarschaft herumfragen, wie die Leute dort noch genannt wurden, und sagte dem Männchen anschließend die ungewöhnlichsten und seltsamsten Namen auf. Heißt du vielleicht Rippenbiest? Oder Hammelwade? Oder Schnürbein? Aber es antwortete immer, nein, so heiße ich nicht. Am dritten Tag kam der Bote wieder zurück und erzählte, neue Namen habe ich nicht finden können. Aber als ich an einem Waldrand am Fuße eines hohen Berges kam, sah ich dort ein kleines Haus. Davor brannte ein Feuer und um das Feuer herum sprang ein lächerliches Männchen. Es hüpfte auf einem Bein und schrie, heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hol ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Ihr könnt euch denken, wie froh die Königin war, als sie diesen Namen hörte. Als kurz darauf das Männchen hereinkam und fragte, nun, Frau Königin, wie heiße ich? Fragte sie zunächst, heißt du vielleicht Kunz? Nein. Heißt du vielleicht Heinz? Nein. Heißt du etwa Rumpelstilzchen? Das hat dir der Teufel gesagt. Das hat dir der Teufel gesagt, schrie das Männchen und stieß vor Zorn mit dem rechten Fuß so tief in die Erde, dass es darin verschwand.